Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann darf es für dich Impulse, Details, Entscheidungsunterstützungen und bereithalten und dir natürlich auch helfen. Das würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, denn man ist nicht ohne Grund bei einem Orakel oder man wird nicht ohne Grund auch dahin gezogen. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt natürlich wie immer mit unseren Lennys. Und ich mische die Lennys für unsere Hauptüberschriften. Upsala, wer dreht sich denn da um? Die Sense, was will sie uns sagen? Wir haben jetzt ja keine zweite Karte dafür. Die Sense deutet einmal darauf hin, dass plötzlich irgendwas passiert, kommt, wie auch immer. Oder sie piekst irgendwo hinein. Ne? Also das tut manchmal auch ein bisschen weh. Aber okay, seien wir mal dahingestellt. Für den einen oder anderen kann es jetzt gerade auch wichtig sein, das zu wissen. Dass man vielleicht auch etwas so vollziehen soll, was einem auch nicht so gut getan hat. Wo man da auch bewusst vielleicht auch sagt, okay, ich bin jetzt froh, wenn es da reinsticht, wenn die Sense da reinsticht. Ne? Okay, dann schauen wir uns aber jetzt mal an, was wir wirklich gezogen haben. Den Schlüssel. Den Sarg und die Sonne, wow, die Sonne, die allerhöchste Glückskarte, das wisst ihr auch. Und ja, zum anderen sind wir jetzt natürlich auch, ne? Also man muss ja auch mal sagen, wir gehen jetzt, in die Tiefen des Sommers, ne? Aber es ist nun mal so, dass wir jetzt fast einen Monat, Sommeranfang hatten, ja genau, und das ist so, für mich ist immer so, der Juli ist so, ja, da geht es in den tiefen Sommer hinein und deswegen passt die Karte da halt auch mega rein. Ja, und hier der Schlüssel: mit Sicherheit war, ist ein Ende und es passt wieder so wie die Faust aufs Auge mit der Sense, was ich vorhin sagte, und die Sense durchtrennt ja etwas, ne? Sie sticht irgendwo hinein, es ist etwas, ne? Also je nachdem, was man für andere Karten noch gehabt hätte. Ne? Deswegen ist es manchmal auch in Anführungsstrichen nur die plötzliche Karte. Aber es ist auch natürlich die Karte, die etwas auch durchtrennt, die piekst, wo es vielleicht einem manchmal auch nicht so gut geht und so. Und es ist total schön, wenn irgendwo hier ein Ende war, ist, kommt. Ne? Das wisst ihr am besten. Und danach trägt die Sonne. Weil wir haben, ein Ende hat immer auch einen Neuanfang. Das ist manchmal, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen in dem Moment ist es nicht immer zu sehen, zu erkennen. Man kann sich da auch noch nicht so rein begeben, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt ein Ende, aber ich weiß, es kommt jetzt wieder ein Anfang. Das ist immer sehr leicht gesagt, das weiß ich auch. Aber wir haben hier den Sicherheitsschlüssel, der zum einen Türen abschließt, Vergangenheit. Und er öffnet die neuen Türen. Und wenn der Sicherheitsschlüssel hier jetzt direkt in dem Sarg auch ist, dann heißt es für mich zum einen auch nochmal, dass es wichtig war, diesen Abschluss auch vielleicht nochmal zu zelebrieren. Nochmal ganz bewusst zu sagen, okay, das ist jetzt hinter mir. Das ist jetzt die alte, verschlossene Türe. Und der Schlüssel ist auch eine Erfolgskarte, weil es auch unsere Sicherheitskarte ist. Und mit der Sonne als allerletzter Karte, wo hier schon der Neuanfang startet mit dem Ende, ist mega. Und vielleicht bist du gerade in diesem Prozess, wo du gesagt hast, okay, bis hier und nicht weiter, das ist Vergangenheit, ich gehe nach vorne, ich schließe was ab. Vielleicht bist du auch noch in dieser Bewusstseinsübertragung, dass die Ausführung noch nicht fehlt. Dann kriegst du hier den Hinweis, du bist hier geschützt, das Ende ist wichtig für dich, damit du hier wirklich auch im Sommer, wir sind mitten im Sommer, habe ich gerade schon gesagt, für mich ist der Juli prädestiniert für den wirklich den großen Sommerteil dieser Monate, dieser Jahreszeit halt auch. Und da kommt dein Glück mit der höchsten Glückskarte. Aber es ist wichtig, diesen Abschluss zu machen. Es ist wichtig, auch diese Türe zu schließen. Und es ist wichtig, diesen Neuanfang auch anzunehmen. Vielleicht manchmal auch jemanden gehen lassen zu lassen, manchmal einen Job auch gehen zu lassen, manchmal umzuziehen, manchmal nicht wissen, ob das in dem Moment überhaupt gut war, weil Entscheidungen manchmal auch ad hoc gefällt werden müssen. Aber es ist wichtig für unser Vorwärtskommen. Es ist immer, es hat alles immer seinen Sinn, definitiv.
Und wichtig ist, dass du immer weißt, dass die letzte Karte, der höchsten Glückskarte, dich sowas von schützt und sowas von möchte, dass du diese Erfolgskarte, die Sicherheitskarte mit der neuen Türe öffnest für dein Glück jetzt und dieses Alte dann auch wirklich ad acta legen kann. Manche sind auch noch in so einem Prozess drin, wo sie gar nicht glauben, dass sie wieder glücklich werden können, weil irgendwas gegangen ist, weil was abgeschlossen wurde. Manchmal auch nicht unter unserer direkten Beeinflussung. Ich sage trotzdem immer, es gehören zwei Menschen zu allem, mindestens. Aber natürlich ist die Gewichtung immer die Frage, ne? Auch wenn man gekündigt wird im Job und man hat alles eigentlich richtig gemacht, dann fühlt man sich natürlich in dem Moment auch ungerecht behandelt. Und trotzdem sage ich euch, ob ihr es hören möchtet oder nicht, es hat auch was mit uns zu tun. Und wenn es nur das Signal war, dass du da falsch bist für dich, für dein Glück, für dein Zukunftsglück, für dein weitergehendes Glück. In dem Moment hast du gemacht und getan alles. Aber was wäre, wenn man vielleicht Monate, Jahre weiter sieht? Deswegen bist du da rausgeholt worden, was nicht schön war und was du vielleicht auch nicht verstanden hast. Ne? Nur mal so als Beispiel. Aber denk dir, die höchste Glückskarte ist bei dir. Und deswegen wird dein Neuanfang für was auch immer, deine neue Türe, die hier geöffnet wird, wird mega. Und das jetzt noch im Sommer. Okay, wir schauen uns mal die Karte, die Botschaft der Feen an. Was wir uns hier noch daraus dann ableiten können, noch mehr ableiten können. Und eine Energiekarte ziehe ich natürlich auch direkt für uns. So, da nehme ich uns diese raus. So, alles Altes Ade, Neues Willkommen. Boah, ich kriege Gänsehaut, ihr Lieben. Ist das nicht mega? Ist das nicht mega? Altes Ade, Neues Willkommen. Du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen und jetzt fängt ein neuer und sogar viel besserer Teil an. Ach, wie schön passt das hier zu dem Sarg auch. Und mit der Türe, die neue Türe öffnet sich. Da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe eigentlich alles vorhin gesagt. Ne? Diese alte Türe, die schon geschlossen ist, die sich gerade schließt bei dir, etc. pp. Das ist wichtig und richtig. Altes Ade, Neues Willkommen. Das Alte lassen wir jetzt dann gehen. Wir nehmen dieses hohe Glück, diese höchste Glückskarte mit der Sonne an und du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen und jetzt fängt ein neuer und sogar viel besserer Teil an, auch mit dem Schlüssel. Du hast die alte Türe hinter dir gelassen. Vielleicht ist es gerade noch so gedanklich mehr alles, ne? Dass du da gerade in diesem Prozess bist, aber noch gar nicht in der Realität, in Anführungsstrichen, angekommen bist, das auch wirklich auch durchzuführen. Aber jetzt bitte, jetzt definitiv. Anderen Appell kannst du durch diese Botschaften gar nicht bekommen, dass hier denn dein großes Glück war, dein Neuanfang. Heißt das neue Willkommen auch, denn es ist sogar ein viel besserer Teil, der jetzt anfängt in deinem Leben, weil du hast das Alte, hast du auch aufgearbeitet, hast du hingeschaut, möchtest du nicht mehr, reicht es dir? Und manchmal ist es auch immer so, vielleicht auch zu negativ, wenn ich so sage, dass wir Altes abschließen. Das muss ja gar nichts Schlimmes gewesen sein. Aber wenn was viel Besseres da ist, ne? Wenn wir neue Optionen haben, neue Möglichkeiten. Ich habe damals mit meinem Angestelltenverhältnis, ich habe mich super wohl gefühlt die ganzen Jahre. Ne? Auch als Führungskraft war super, aber ich wollte mich nochmal neu entfalten. Und dann darf ich Altes auch verabschieden. Dann darf ich zu Altem auch Ade sagen. Dann ist das so, dann ist es beendet. Aber es ist ja nicht böse beendet und es ist ja auch nicht schlimm beendet. Aber ich habe Raum für Neues geschaffen. Und natürlich hatte ich auch manchmal Bauchgrummeln, gerade am Anfang. Ne? Jetzt nach 11 Jahren geht das Bauchgrummeln. Ja gut, die herausfordernde Zeit hat zwischendurch auch mal Bauchgrummeln mehr oder weniger auch gebracht. Ne? Eher mehr als weniger. Aber das ist das Leben. Ne? Und deswegen ist all das, was wir abschließen, für was Neues, das muss nichts Schlimmes gewesen sein von dem Alten. Ne? Manchmal sind wir so fokussiert darauf, dass das Alte schlimm ist, dass es nicht gut war. Bei dem einen oder anderen wird es die Themen geben oder auch die Personen geben, wo man wirklich sagen muss raus, ne? Tut uns nicht gut, nagt an unseren Kräften, unserer Energie. Aber vielen wird es einfach was Besseres, was anderes sein, andere, neue Optionen, neue Lebensabschnitte, die man geht, bewusst geht und dann natürlich mit dem traurigen und auch mit dem lachenden Auge das halt abschließt. Ist so.
Wir schauen uns natürlich jetzt noch die Energiekarte an. Guck mal, wie schön ist das denn? Also das sind Megakarten heute, sage ich euch wirklich. Du bist beschützt. Du bist niemals allein. Du bist in jedem Augenblick sicher und beschützt. In der Energie deiner Seele und deiner Engel. Alles in deinem Leben dient dem Wachstum deiner Seele. Wow, jetzt habe ich schon wieder, ich habe heute doppelte Gänsehaut. Ich habe wirklich doppelte Gänsehaut heute. Weil das so schön ist, dass zweimal hier wirklich oder eigentlich dreimal hier, ne, Türen schließen, neue Erfolgstüren öffnen sich. Ein Ende bringt ein mega Neuanfang mit sich. Altes Ade, neues Willkommen. Und dann auch noch mit dieser Energiekarte, mit dieser Mandala-Karte auch. Du bist beschützt. Altes Ade, neues Willkommen. Du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen und jetzt fängt ein neuer oder und sogar viel besserer Teil an. Du bist beschützt. Du bist niemals allein. Du bist in jedem Augenblick sicher und beschützt in der Energie deiner Seele und deiner Engel. Alles in deinem Leben dient dem Wachstum deiner Seele. Und das zu deinem höchsten Glück wirklich jetzt hier auch nochmal im Sommer nochmal, dass das hier alles ebnen kann, dass hier weiter wachsen kann, dass du dein Glück spüren kannst. Also ich sag euch, ihr Lieben, diese 5 Karten sind sowas von mega. Und ich bitte euch wirklich aus tiefstem Herzen, macht was draus. Also ich wünsche euch 2 gedankenreiche Tage und vor allen Dingen auch Tage, motivierende Tage, auch hier vorwärts zu gehen und dies mal anzuschauen, zu beherzigen für dein eigenes Glück, für dein eigenes Potenzial. Und dafür drücke ich dich ganz doll und freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.